Mein neues T-Shirt verlinke ich euch in meiner Videobeschreibung. Das ist jetzt Größe S. Hallo Freunde, Servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Mein heutiges Video hat einen ganz freudigen Hintergrund, und zwar habe ich wieder viele Kommentare von euch gesammelt, von Veganern, die Haustiere haben, zu Hause Hund oder Katze oder beides, und die mir einen Kommentar geschrieben haben, dass sie und wie sie ihre Tiere vegan ernähren. Und ich habe mich da so drüber gefreut, und das dürft ihr mir jederzeit machen, weil alle können davon profitieren und lernen. Wir lernen alle voneinander. Ich lerne von euch und ihr lernt von mir, und gerade wunderbar ist. Und jetzt, wenn euch dieses Thema interessiert, nämlich vegane Haustierernährung, was viele, viele tolle Tipps, dann würde ich euch empfehlen, einen Zettel zur Hand zu nehmen und einen Stift, und vielleicht wollt ihr euch was aufschreiben. Und wenn euch irgendein Video besonders spannend ist oder irgendein Teil von einem Video, dann dürft ihr einfach euch die Minute aufschreiben und das Video vielleicht anhalten, und so könnt ihr es dann nochmal schnell nachverfolgen. Ja, und jetzt fangen wir an. Die liebe Sandra schreibt mir: Hallo liebe Sonja, es freut mich zu sehen, wie gut es deiner Herze geht. Eine bedarfsgerechte Ernährung ist auch für die Tiere das Allerwichtigste. Mein Hund, der mittlerweile 12 Jahre alt ist, wird von mir seit circa einem Jahr vegan ernährt. Trockenfutter und selbstgekochtes. Seitdem benötigt er kaum noch Schmerzmittel, wegen seiner Arthrose. Er ist fitter als in den Jahren davor, sehr verschmust und ausgeglichen, hat einen erhöhten Bewegungsdrang. Eigentlich das Gegenteil von dem davor. Ich denke nicht, dass das Zufall ist. Vor 4 Wochen ist uns ein circa 6 Monate alter Kater zugelaufen. Er war abgemagert und hat den Kontakt zu uns gesucht. Mittlerweile lebt er fest bei uns, da er niemandem gehört. Ich habe mich natürlich auch in Bezug auf seine Ernährung belesen, ob eine pflanzliche Ernährung möglich ist. Mir ist sowohl die Ethik der Tiere als auch die Gesundheit der Katze sehr wichtig, genauso wie mir. Nach dem, was ich recherchiert habe, spricht nichts dagegen, solange alle essentiellen Nährstoffe gedeckt sind. Wir werden es daher mit Amy Cat ausprobieren und sehen, wie es ihm damit geht. Gestern hat er abends mal etwas Gekochtes bekommen. Das mochte er sehr gerne. Ich gebe beiden Chlorella ins Futter. Das hat auch eine sehr gute Nährstoffverteilung. Tofu mag er ebenfalls. Das hat er als erstes von uns zu essen bekommen, als er vor der Türe stand. Und seither will er immer wieder ein Stück Tofu haben. Nett. Danke, liebe Sandra. Die liebe Sabine schreibt: Liebe Sonja, super Video. Du sprichst mir aus dem Herzen. Mir ist es genauso gegangen. Ich, Veganer, und meine beiden Hunde? Ich habe mich um ein veganes Futter umgesehen, was nicht leicht war. Und siehe da, alle Stoffe, die du angibst, enthält es, und sie fressen es mit Begeisterung. Ich kann mich nicht erinnern, sie bei Fertigfleischfutter so je erlebt zu haben. Seit sie dieses Futter Edgar bekommen, sind sie viel vitaler, und ich fühle mich selber wieder gut, weil ich ihnen den Tod nicht mehr servieren muss. Versteht total. Außerdem riechen sie nicht mehr aus dem Maul. Fell glänzend und die Zähnchen weiß. Juhu, wir haben es gemacht. Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ja, so schön. Ich bin so froh, dass es Menschen wie dich gibt, die diese wertvolle Arbeit machen. Ich wünsche dir, dass du ganz viele Menschen erreichst und sie erkennen, ihr Bewusstsein erweitern und ihre Tiere so lieben, dass sie es ihnen wert sind, veganes Futter zu füttern. Meine Hunde bekommen Edgar Bio-Vegan-Trockenfutter, fressen das runter wie nichts,
brauchte zum Übergang nichts dazu zu mischen. Es geht ihnen blendend. Sie sind wie junge, verspielte Hunde. Das Futter gibt's für große und für kleine Hunde. Von Benevo gibt's super vegane Kaustangen. Schmecken ihnen voll. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Und meinen Hunden schmeckt's. Was will ich mehr? Ach ja, und Chlorella und grüne Säfte und Smoothies. Bekommen sie auch meine Hundis? Das Fell ein glänzender Traum und sie riechen endlich gut aus dem Mund. Das Edgar-Hundefutter gibt's unter veganfordogs.com und in Österreich bei veganversandlebensweise.at. Meine Hündin bekommt auch schon vom Welpenalter an grüne Säfte und grüne Smoothies. Und seit einigen Monaten füttern wir sie auch vegan und es geht ihr großartig. Danke, liebe Sabine. Die liebe Irina schreibt: Hallo, liebe Sonja, ein wichtiges Video, das du gemacht hast. Ich ernähre unseren Hund schon jahrelang vegan. Und alle staunen immer wieder, dass er so gierig auf Obst und Gemüse ist. Und es geht ihm wirklich gut damit. Er ist mit seinen 11 Jahren noch mopsfidel. Danke, liebe Irina. Die liebe Angela schreibt: Meine Hunde leben vegan. Mega gesunde Hunde. Vegane Nummer 1 Bio-Rohkost. Ist das Beste. Ja, danke, liebe Angela. Die Broda schreibt: Ich kann immer noch nicht verstehen, warum viele den Hund mit dem Wolf vergleichen. Auch wir Menschen essen nicht mehr wie die Neandertaler. Naja, ich ernähre meinen Hund auch vegan. Aber wenn man das jemandem erzählt, ist man gleich ein Tierquäler. Da frage ich mich dann oft: Ach ja, und du fütterst deinen Hund jeden Tag Dose? Oh, weiß Gott, was drinnen ist? Viele machen sich keine Gedanken. Und da lobe ich mir, dass Leute wie du an dieses sensible Thema rangehen. Danke, liebe Sonja. Und danke, liebe Broda. Der liebe Tierengel schreibt: Ganz toll, dass du auch solche Themen ansprichst. Genau das ist zurzeit auch unser Thema. Wir besitzen mehrere Tiere, darunter auch eine Katze und einen Hund. Unsere Hündin, sie wird im Mai 2018 bereits 11 Jahre, lebt jetzt seit einigen Monaten auch vegan. Die Umstellung war kein Problem, obwohl wir vorher gebarft haben. Im Gegenteil, ich finde, sie frisst ihr Futter jetzt mit viel mehr Genuss. Um ihr nicht alles zu nehmen, was wir dachten, dass ihr schmeckt, haben wir ihr die Kauknochen aus Rinderhaut gelassen. Du wirst es nicht glauben, aber nach circa 10 Tagen hat sie die Knochen immer weniger angerührt, bis sie sie dann überhaupt nicht mehr gefressen hat. Also wir haben uns auf die Suche nach einer veganen Alternative gemacht. Und siehe da, diese Knochen frisst sie wieder mit Begeisterung. Mit Emily, das ist unser Hund, war es also gar kein Problem. Ich denke, mit unserer Cleo-Katze wird es schwieriger, zumal sie auch schon 12 Jahre alt ist. Deswegen bin ich auf deine weiteren Videos und Erfahrungen total gespannt. Übrigens bestellen wir unser Futter auch beim Futterservice Fulda. Emily bekommt das Edgar Bio Vegan. Und sie liebt es. Als Zusatz Taurin und L-Carnitin gibt es dort auch als Pulver zu bestellen. Was ich noch dazu sagen will, ist Folgendes. Man sollte die Angaben zur Futterempfehlung wirklich nur als Empfehlung sehen und seine eigenen Erfahrungen machen und lieber sein Tier einmal pro Woche wiegen. Emily bekommt viel weniger Futter, dafür noch Gemüse, Hirse, Reis und Kartoffeln. Weniger Futter als auf der Verpackung steht, obwohl sie ein sehr aktiver Hund ist, jeden zweiten Tag 15 Kilometer joggen. Und was mir gerade noch einfällt, Emily war bisher wirklich in jedem Winter im Fellwechsel
und war ausgerechnet immer dann, wenn es kalt war, fast nackt. Außer in diesem Winter das erste Mal mit schönem dichten Fell. Also ich schieb's aufs vegane Futter. Ich finde es spannend, dass du das ausprobieren möchtest. Ich selbst ernähre meinen Hund vegan. Super. Austrein. Danke, lieber Tierengel. Die liebe Erika schreibt, danke für dieses schöne Video, so eine schöne Katze. Unsere Katze ist auch schwarz-weiß und lebt auch vegan. Sie ist auch ein Freigänger und fängt sich selten eine Maus, genauso wie meine. Unsere beiden Hunde sind auch vegan und bester Gesundheit. Sie essen nebenbei noch Obst und Gemüse, sie lieben Äpfel. Und einer den Sellerietrester, deine Idee mit den Spirulina finde ich gut, das probiere ich auch mal aus. Danke für deine hilfreichen Videos, liebe Grüße, Erika. Die liebe Erika schreibt, ja, meine Katze bekommt auch Amy Cat und das schmeckt ihr sehr gut. Die Hunde bekommen das Veggie-Futter von Green Pet Food mit roten Linsen. Das schmeckt ihnen. Mit der Ernährung von Anthony William bin ich noch am Anfang, bin aber schon 10 Jahre vegetarisch und seit einiger Zeit vegan. Das mit dem Sellerietrester habe ich einfach ausprobiert und es schmeckt ihm richtig gut. Also die liebe Erika gibt ihrem Hund den Sellerietrester und es schmeckt ihm gut. Also das könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Er hat sogar letztens Papaya mit Kerne verputzt. Obst mögen beide besonders gern. Unsere Katze isst auch gerne Brokkoli gedünstet und meine Spargelspitzen. Deine Idee jetzt ganz mit den Spargelspitzen versuche ich auch mal. Ich finde es auch wichtig, die Möglichkeit der veganen Ernährung für Katze und Hund weiterzugeben. Ich habe mich vorher auch schlau gemacht. Meine Tiere leben jetzt schon 3 Jahre vegan. Ich habe mich sehr gefreut über dein Video, dass du deine Katze auch vegan ernährst. Alles Liebe für dich und deinen Schmusetiger. Danke, liebe Erika. Die liebe Senta schreibt, klasse, ich habe gemerkt, dass meine 12 Jahre alte Katze das vegane Futter sogar besser verträgt als das normale Fleischfutter. Ob das immer so ist, weiß ich nicht. Bei meiner Katze klappt es gut. Das mit dem Spirulina werde ich auch ausprobieren. Danke, liebe Senta. Toll. Die liebe Sophia schreibt, sehr schön gezeigt. Danke, liebe Sonja. Eine Frage habe ich noch, ob du bei deinem Herzi irgendwelche Unterschiede festgestellt hast im Vergleich zu vorher. Wie weniger Haarausfall, weniger Schlaf, Reaktionen, Fang- oder Spieltrieb oder dergleichen. Sie hat so viel ich gesehen habe, ein glattes und glänzendes Fell, wie ich es von meiner nicht ganz veganen Katze von Babyalter her kenne. Sie hat bei der mir zugelaufenen Hundemutter gesaugt. Die Katze bei der Hundemutter. Nicht ausschließlich, aber mein Kätzchen hat länger gesaugt als die Welpen. Dann hat sie Papaya, Kokosnussfleisch und Avocado förmlich verlangt. Und das tut sie heute noch. Da lässt sie das Trockenfutter hinten dran, wenn ich ihr ja nur Papaya hinstelle. Das möchte ich demnächst einmal ausprobieren. Betreue zurzeit 2 weitere Katzen, neben meiner und eine alte Hündin. Ihnen muss ich mit dem Trick beikommen, wenn ich die Früchte und Gemüse anreichere mit etwas zergangener Butter oder Fisch, dann fressen sie es mit Vergnügen. Sogar Kürbis lieben sie so über alles. Danke, liebe Sophia. Meine Antwort auf Ihre Fragen? Änderungen, die ich bei meiner Katze vom Fleischesser zur Veganerin bemerkt habe. Am auffälligsten. Sie ist jetzt noch flinker, beweglicher und vor allem wilder als vorher. Der Fang- und Spieltrieb resultiert daraus. Ja, noch mehr.
Haarausfall, das, was sie früher an Haar verloren hat, ist sicher heute weniger. Wenn ich sie allerdings kraule, und das mache ich sehr intensiv, habe ich immer noch wie früher die Haare in der Hand. Und doch sehr auffällig ist ihr veränderter Körper- und Mundgeruch. Per heute hat sie seit 3 Wochen keine Maus mehr verzehrt. Und da riecht sie ja nur gut und angenehm. Das ändert sich schlagartig, wenn wieder mal eine Maus oder Vogel in ihr drin ist. Dann stinkt es einfach wieder. Ich denke, wie beim Menschen geht genau gleich. Ja, so ist es. Der oder die Ayan schreibt: Unsere Katze hat heute zum ersten Mal veganes Trockenfutter gefressen. Das hätte ich nie erwartet. Sie hat sogar die letzten Fleischkroketten zugunsten des neuen Futters stehen gelassen. Ich war skeptisch, weil Katzen ja Mausen und Vögel fangen, was ja Fleisch ist. Der Nassfuttertest steht noch aus. Wir machen am Anfang auch eine Mischung aus beiden für den Übergang. Da sie ein Freigänger ist, kann sie sich jederzeit Tiere fangen. Wir werden sehen. Diese Resttierverwertung für Tierfutter plagt mich auch schon lange. Aber ich habe eben auch gelernt, Katzen seien Raubtiere. Dank dir wage ich es jetzt. Nur kurze Anmerkung von mir, ein Video in meiner Videobeschreibung: Gott hat keine Raubtiere erschaffen. Ein super tolles Video, bitte unbedingt anschauen. Also gut. Aber ich habe eben auch gelernt, Katzen seien Raubtiere. Dank dir wage ich es jetzt. Ich hatte schon viele Katzen und kenne den Machtkampf mit den pelzigen Sturköpfen in Sachen Futter in- und auswendig. Und am Ende gibt man ja nach. Aber mit dem neuen veganen Futter gehen wir das ganz langsam an. Jeden Tag ein bisschen mehr hineinmischen. Sehr gut machst du das. Und siehe da, sie frisst es gerne. Als Trockenfutter nehmen wir auch Amy Cat und Benevo, als Nassfutter Benevo. Danke, liebe Ayan. So, der vorletzte Kommentar. Vegan V. Wirklich tolles Video, Sonja, danke. Ich finde es richtig und gut, dass du das so machst. Eine Freundin war mit Amy Cat beim Tierarzt. Der war kein Veganer oder so. Und fragte ihn, ob sie das mit gutem Gewissen ihrer Katze geben kann. Er sagte, dass dort alles drin ist, was die Katze braucht. Und dass er nicht wüsste, was dagegen spricht. Everything is possible. Oh, so schaut's nämlich aus. Ich werde unsere Katzen jetzt auch nach und nach auf das vegane Futter umstellen. Ja, super, finde ich klasse. Danke, Vegan V. Und als letzte kurze Anmerkung von der lieben Doris aus Marokko hat der mir einen Kommentar geschrieben. Toll. Meine 8 Katzen hier fressen am liebsten Honigmelonen, Gurken, Tomaten, Karotten. Jetzt kommt sie hier drin, ist das super, oder? Ja, meine Lieben, ich bin so glücklich über solche Kommentare von euch, dass ihr eure Haustiere jetzt auch schon so schön vegan ernährt und immer weniger Tiere dafür sterben müssen. Das ist einfach so kostbar und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Und deswegen findet ihr auch unter meinem Video wieder ein paar Links von diesen verschiedenen Katzenfuttern, die ich da genannt habe in meinem Video, dass ihr euch ein bisschen leichter tut, die zu finden, wenn ihr daran Interesse habt. Und dass ich an meinem Kanal und an diesen ganzen Links nichts verdiene, sage ich viel zu selten, aber vielleicht wisst ihr es ja schon. Ich mache das nur den Tieren zuliebe einfach, weil das ist meine Lebensaufgabe, nenne ich das, mich ein bisschen um die Tiere zu kümmern in meinem kleinen Rahmen. Und das macht mir einfach so eine Freude, wenn ich damit Erfolg habe. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefreut, mein Video. Wenn es so ist, dann danke ich euch sehr für den Daumen nach oben, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen schönen Kommentar schreibt.
Ich verbleib für heute. Macht's es gut. Alles Liebe. Bleibt's gesund. Servus. Pfiat euch.